ich wünsche einen wunderschönen Nachmittag. Ich bin Marika Williams vom Kurt-Körber-Gymnasium und heiße Sie natürlich ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung hier unter dem Motto Hamburg wächst. Größer, grüner, gerechter. So, des Weiteren möchte ich natürlich alle Anwesenden ganz herzlich begrüßen. Dazu die Lehrer und Lehrerinnen und natürlich die Mitglieder der Kurt-Körber-Stiftung. Und ganz besonders freue ich mich über die Vielzahl der Jugendliche hier. Also es sind sehr viele Schüler und Schülerinnen da. Und ich bin glücklich darüber, dass ihr wirklich den Schritt gewagt habt, auch einfach mal in diese große Welt der Politik einzublicken und dort Näheres herauszufinden. Die Türen zu dieser großen Welt der Politik eröffnet uns heute hier ein ganz besonderer Mann, der erste Bürgermeister unserer Stadt, Herr Ole von Beust. Da wir heute hier im Körperforum sind, sollten wir es uns natürlich nicht entgehen lassen, einmal die Mitglieder der Körperstiftung nochmal ganz herzlich zu begrüßen. Applaus. Und natürlich wollen wir auch ein Mitglied der Körperstiftung hier auf unsere Bühne bitten, damit er uns doch nochmal Genaueres zu diesem Projekt hier überhaupt erzählt. Und dazu möchte ich ganz herzlich begrüßen Herr Dr. Lothar Dittmar, bitte hier zu mir auf die Bühne. Sie können sich gerne hier hinstellen. Herr Dittmar, heute sind wir ja hier, ist ja Auftakt des Programmes Klartext. Doch ich könnte mir gut vorstellen, dass viele der Leute, die hier in den Reihen sitzen, noch gar nicht so genau wissen, was das für ein Projekt ist. Können Sie dazu kurz noch mal was sagen? Naja, hier finden fast jede Woche politische Veranstaltungen statt und normalerweise sitzen Erwachsene auf dem Podium, erwachsene Experten, erwachsene Politiker, die miteinander diskutieren. Und wir wollten gerne diese Perspektive einmal umkehren. Also die jungen Erwachsenen, die Jugendlichen, die sonst im Publikum sitzen, sollen mit auf die Bühne kommen. Warum tun wir das? Weil wir das Gefühl haben, dass das Interesse an Politik vielleicht groß, aber noch nicht groß genug ist. Wir wissen, dass es da möglicherweise sowas wie Politikmüdigkeit gibt. Das haben wir bei den Europawahlen zuletzt gesehen. Und wir würden gerne einen kleinen Impuls dazu leisten, dass sich das ändert. Und wir wollen es auch auf eine besondere Art und Weise. Dieses Projekt, dieses Format heißt Klartext. Wir haben ja die Verantwortung für diese Veranstaltung komplett in Ihre Hände gegeben. Die Themen sind von Ihnen entwickelt worden, die Fragen sind von Ihnen entwickelt worden. Sie haben recherchiert bis hin zu den Filmeinspielern, die wir gleich sehen werden. Also Selbstverantwortung ist hier auch ein ganz wichtiges Argument für diese Veranstaltung. Was persönlich erhoffen Sie sich von diesem heutigen Abend? Ich persönlich hoffe auf eine lebendige Debatte. Auf eine authentische Debatte, auf eine Debatte auf Augenhöhe, vielleicht auch ein bisschen Nachdenklichkeit, vielleicht auch das ein oder andere Mal die Chance, nachfragen zu können. Und das ist ja ein Experiment. Wir machen das ja heute zum ersten Mal, es ist eine Premiere. Ich bin sehr froh darüber, dass ein einziger Anruf im Rathaus gereicht hat, um den ersten Bürgermeister zu überzeugen, dass er sich für die Premiere hier in unserem Haus zur Verfügung stellt. Das finde ich auch großartig und daran knüpfe ich natürlich auch ganz große Hoffnungen für die Politik heute, für die Politikdebatte heute Abend und für die Motivation in die Stadt hinein. Herzlichen Dank. Damit möchte ich jetzt auch gerne überleiten. Thema unserer heutigen Veranstaltung ist ja zum einen das Wirtschaftswachstum und inwiefern sich dieses mit dem Umweltschutz vereinen lässt. Und des Weiteren gerade in Bezug darauf, dass Hamburg ja eine recht multikulturelle Stadt ist, wie sich da auch noch die Integration mit reinbringen lässt. Und zu diesen beiden Themen haben sich zwei Teams, bestehend aus Schülern und Schülerinnen, zusammengetan und vorbereitet und werden Herrn von Beust gründlich auf den Zahn fühlen. Und ich möchte jetzt ganz gerne unser erstes Team hier auf die Bühne bitten. Und das sind Mareike und Paul. Würdet ihr beiden euch doch nochmal bitte kurz vorstellen? Ja, ich bin Mareike, bin 17 Jahre alt und wir kommen beide vom Gymnasium Heidberg. Und ich bin Paul, ich bin 18 und wir gehen beide in die 12. Klasse dort. Sehr schön, dankeschön. Und nun fehlt natürlich noch eines, unser Interviewpartner, Herr von Beust. Ich bitte doch auch nochmal Sie hier auf die Bühne. Gut, damit denke ich, ist die erste Runde freigegeben. Viel Spaß. Ja, schön, dass Sie heute Abend hier sind. Wie sollen wir Sie denn heute Abend ansprechen?
Welche alternativen Chemien vor? Herr Bürgermeister, Herr von Beust, was wäre Ihnen lieber? Ja, Herr von Beust, würde ich sagen. Herr von Beust. Kein konsularischer Empfang. Gut. Herr von Beust, wir möchten heute Abend mit Ihnen über das Thema lassen sich Wirtschaftswachstum und Klimaschutz miteinander vereinbaren sprechen. Und dazu haben im vergangenen Monat 6 Schülerinnen und Schüler einen Filmeinspieler vorbereitet, den wir uns nun angucken möchten. Film ab. Derbe, schön und grün. Multikulturell und manchmal ein bisschen langweilig. Locker, flockig und spritzig. Also, eigentlich ist es wunderbar. Hamburg. All dies bezeichnet unsere Stadt. Aber natürlich gibt es in einer Metropole auch Konflikte und Widersprüche. So zum Beispiel bei der Ökologie und Ökonomie und der Integration. Aufgrund des Klimaschutzkonzeptes ist Hamburg zur Umwelthauptstadt 2011 gewählt worden. Das Klimaschutzkonzept sieht vor, die CO2-Emissionen bis 2020 um 40% zu senken. Ist das überhaupt möglich? Woran sollte jetzt gespart werden? Halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Weil sich die meisten Leute gute Dinge vornehmen, aber kaum sich einer danach richtet. Und wenn das bei den Unternehmen ums Geld geht, dann werden sowieso irgendwelche Sondergenehmigungen erteilt. 40% ist aber ganz schön viel. Der Einsatz von Wasserstoffbussen soll helfen, den CO2-Ausstoß erheblich zu senken. Aber sind diese wirklich so umweltfreundlich? Der Wasserstoff muss man natürlich erstmal erzeugen. Das kostet natürlich auch Energie. Also von daher weiß ich nicht, ob der Wirkungsgrad sehr viel besser ist als die derzeitige Energienutzung. Außerdem soll der autofreie Sonntag, an dem alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos sind, die Bürger Hamburgs motivieren, beim Klimaschutz zu helfen. Aber die autofreien Sonntage sind dann doch nicht so autofrei, wie es sich der Senat vorstellt. Wann war der letzte autofreie Sonntag in Hamburg? Keine Ahnung. Wissen Sie vielleicht, wann der nächste autofreie Sonntag sein soll? Ich schätze mal wieder in einem Jahr, also wahrscheinlich irgendwann wieder im Frühjahr nächsten Jahres. Wissen Sie, wann der letzte autofreie Sonntag in Hamburg war? In Hamburg weiß ich nicht, aber in Deutschland war der, glaube ich, 1972 oder 74. Wissen Sie denn vielleicht, wann der nächste autofreie Sonntag in Hamburg sein soll? Am besten nächsten Sonntag. Da habe ich nichts vor. Die künftige Umwelthauptstadt soll radfahrerfreundlicher werden. Davon sieht man allerdings an vielen Stellen nichts. Glauben Sie, dass Hamburg eine fahrradfreundliche Stadt ist? Nein, nicht genug, finde ich. Ich finde, man könnte sie ein bisschen mehr ausbessern. Nee, die sind nicht sehr gut befahrbar. Die sind teilweise ziemlich kaputt. Also, es holpert schon ganz schön. Trotz guter Vorsätze steuert der Senat mit dem Motto Wachsen mit Weitsicht in eine komplett entgegengesetzte Richtung. Hier entsteht Hamburgs neues Wahrzeichen, die Elbphilharmonie. Die anfallenden Kosten fehlen bei der Investition für den Klimaschutz. Das ist eine gute Idee und es ist auch gut angedacht. Das ist ja erst mit Spenden finanziert worden, aber jetzt wird der Steuerzahler zur Kasse gebeten und das lehne ich ab. Zudem genehmigte der Senat den Bau eines neuen Kohlekraftwerks. Sollte man nicht jetzt schon in Alternativen investieren? Man muss nämlich Solarenergie massiv ausbauen, die regenerative Energie, die letztlich sich immer wieder durch die Sonneneinstrahlung, den Wind und so weiter erneuern lässt. Man muss aber auch viel weniger Energie verbrauchen. Also Energie sparen ist eigentlich eine der wichtigsten Energiequellen. Ein immer weiter fortschreitendes und scheinbar endloses Projekt ist die Elbvertiefung. Hiermit versucht der Senat, Hamburg als Hafen- und Handelsstadt konkurrenzfähig zu erhalten. Hamburg als Umwelthauptstadt 2011? Noch schwer vorstellbar. Denken Sie, dass der Titel Umwelthauptstadt 2011 gerechtfertigt ist? Also wenn man an das Kraftwerk Moorburg denkt, wenn man an die Elbvertiefung denkt, wenn man an die geplanten Autobahnbauten denkt, dann kommen einem Zweifel auf. Wie lassen sich die Ziele des Senats bezüglich Ökonomie und Ökologie in einer Großstadt wie Hamburg vereinbaren? Ist es überhaupt möglich? Wir fragen nach. Ja, wir haben jetzt den Film gesehen. Was meinen Sie denn, ist für unsere Generation wichtiger, Ökologie oder Ökonomie? Beides geht nicht untereinander, weil Ökologie muss finanziert werden. Wenn Sie wichtige Dinge für die Umwelt tun wollen und müssen, kostet das Geld. Und das Geld müssen Sie mit der Wirtschaft erwirtschaften. Das heißt, die Trennung zwischen Ökologie und Ökonomie ist aus meiner Sicht veraltet. Und von der ökonomischen und ökologischen Sicht eine unsinnige Trennung. Es gehört zusammen.
Gut, wenn Sie sagen, beides ist wichtig, worauf werden wir denn in Zukunft verzichten müssen, wenn beides eben nebeneinander sein muss? Ich glaube nebenbei, der Anlass ist falsch, zu sagen, dass Ökologie gleich Verzicht ist, weil das so etwas Freudloses hat. Wenn Sie als Politiker oder, ich hätte fast gesagt, als normaler Mensch, sind Politiker ja auch irgendwie, also wenn Sie den Leuten sagen, aus ökologischen Gründen oder aus Gründen des Klimaschutzes, ist das erste Verzicht. Sage ich Ihnen, gehen bei 80% der Leute das Visier runter, weil die sagen, wieso denn Verzicht? Ich habe doch noch gar nicht genug. Das heißt, sie müssen versuchen, ökonomisches Wachstum und ökologischen Erfolg zusammenzubringen. Und sie müssen Techniken entwickeln, die die Menschen möglich machen, sich ökologisch zu verhalten, ohne Verzicht zu machen. Also wenn sie zum Beispiel Motoren belohnen, steuerlich belohnen, die weniger CO2-Ausstoß haben, beziehungsweise der Autoindustrie entsprechende Vorschriften machen, heißt das nicht Verzicht aufs Auto, aber ein Umdenken, dass man andere Autos nutzt. Wenn sie sagen, wir geben Vermietern oder Eigentümern Hilfen, damit sie das Haus wärmeisolieren, damit Heizkosten gespart werden, verzichten Sie darauf, wenn Sie so wollen, einfach auf Doppelkommerz zu heizen, aber Sie müssen auch weniger Geld für die Heizung ausgeben. Das heißt, Sie müssen gucken, wie das ökonomisch Notwendige mit dem ökologisch Notwendigen miteinander verbinden. Nur noch einmal, wenn Sie sagen, das erste ist Verzicht, das mag ja als sehr moralisch und nett klingen. Ich sage Ihnen, 70-60% der Bevölkerung sagen, also wenn es Verzicht ist, dann lieber morgen oder übermorgen. Ich will im Moment nicht verzichten. Das ist das Problem der Sache. Wie wollen Sie dann die Bevölkerung motivieren, gerade auf etwas zu verzichten, was ja, wie Sie gerade sagten, notwendig ist für eine Zukunft? Ich glaube, dass Vernunft eine ganze Menge bringt und Überzeugung. Ich finde, das sind ja viele kleinere Maßnahmen. Wenn zum Beispiel jetzt, das ist im Film gesagt worden, mit den Radwegen, das ist völlig, bin ich auch der Meinung, dass vieles nicht in Ordnung. Es gibt jetzt ein Radfahrprogramm, in den nächsten Jahren 15 Kilometer neue Radwege gebaut werden, andere ausgebessert werden. Wenn Sie sehen, der öffentliche Personalverkehr wird verbessert durch den Bau einer neuen Stadtbahn plus neue Technologie bei Bussen. Sind die Leute auch bereit, wenn das Angebot da ist, wenn gute Radwege da ist, wenn gute U-Bahn und öffentliche Personalverbindungen da sind, wenn Busse ökologisch sind, das auch zu nutzen? Zum Beispiel gibt es Untersuchungen, dass 80% der Menschen, die in der Innenstadt arbeiten, mit dem öffentlichen Personennahverkehr kommen. Aber je weiter sie nach draußen kommen, desto schwieriger wird es, weil die Tangente fehlt. Darum wird ja auch die Stadtbahn gebaut. Das heißt, sie müssen ein Angebot machen, sich vernünftig verhalten zu können. Das machen die Menschen auch. Aber nur zu sagen, ihr müsst euch ändern ohne Angebot, das wird nicht gut gehen. Ja gut, wie soll denn Ihr ökologisches Erbe aussehen, wenn Sie jetzt eben... Wir haben das Ziel, das ist hier ein bisschen ironisiert worden, dass wir sagen, wir wollen den CO2-Ausstoß bis zum Jahre 2020, die Bemessungsgrundlage ist ja 1990 international nach dem Kyoto-Protokoll, nicht um 20% senken, will es die EU als Standard vorsieht, sondern um 40% senken. Und mein Ziel ist, dieses zu erreichen mit vielen Maßnahmen. Die Hauptmaßnahme dafür ist in der Tat energetische Sanierung von Gebäuden. Darum haben wir einen Pakt zum Beispiel gemacht mit großen Wohnungsbaugesellschaften wie Saga, die gehören der Stadt, das ist noch einfach, aber auch mit Wohnungsbaugenossenschaften, die sagen, wir sind bereit, das mitzumachen. Der Staat gibt auch Mittel dafür, gibt Kredite dafür. Das nächste ist der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, um zu gucken, ob man im Verkehr was erreichen kann. Das dritte ist im Gespräch mit der Industrie im ersten Schritt freiwillige Verpflichtungen für die CO2-Minimierung zu erreichen. Was zum Beispiel mit der Kupferhütte gelungen ist, um ein Beispiel zu nennen, was mit der Aluminiumhütte gelungen ist und was ausgebaut werden muss auf andere Bereiche.